Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich in den Räumen von der Heine Kunstfabrik in Offenbach zur Ausstellung Tausch Contemporary Art Fair 2014. Und wir freuen uns, dass wir vor allen Dingen, wir, da meine ich den Bund Offenbacher Künstler, neben mir Heide Khatchaturian als eine ehemalige Vorsitzende des Bund Offenbacher Künstlers und Ja, wir freuen uns, dass wir diese Räume hier gefunden haben. Wir haben ja mit Thomas Günther schon viele Jahre ein Arrangement, uns einmal im Jahr hier eine Ausstellung zu machen. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, weil wir eine Kooperation der BOK mit der Eulengasse gemacht haben. Wir wollten diesen Raum zusammen nutzen. Und die Idee war, nicht nur BOK und Eulengasse sollen eine Kooperation eingehen, sondern vielleicht auch Offenbach und Frankfurt. Und deswegen sind wir eigentlich ganz zufrieden, dass unsere beiden Oberbürgermeister da sind, um das auch ein bisschen offiziell zu dokumentieren. Ja. Ja, und deswegen wollen wir eigentlich heute gar nicht so lange hier vorne auf der Bühne stehen, denn wir kommen sowieso nachher nochmal wieder. Und ich würde sagen, wir übergeben gleich das Wort an den Herrn Schneider, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, unseres Gastgeberstadt. Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind wie ich jetzt auch schon richtig angewärmt in diesem wunderbaren Raum. Und ich begrüße Sie mit dem ganzen Stolz, der mir zur Verfügung steht, in dieser wunderbaren Location, in der größten Offenbacher Schraubenfabrik, die es jemals gegeben hat. Wer das noch nicht von Ihnen wusste. Hier, das ist nämlich die Heine Fabrik. Und bevor ich andere noch begrüße und Dank sage, will ich demjenigen, der diese ganzen Räumlichkeiten mietet, oben drüber mit seiner Werbeagentur sein Geld verdient und hier in diesen wunderbaren Räumlichkeiten für Kunst und Kultur viel gemacht hat, für unsere Stadt, für die Region. Und deshalb bitte einen Sonderapplaus für Thomas Kübler, den Gastgeber, Herr Etzenmüller und Heide Khatchaturian. Eine von Frankfurter Eulengasse, die Heide vom Bund Offenbacher Künstler, haben sich so sehr gefreut, dass die beiden Oberbürgermeister sich bereit gefunden haben, den Schirm für diese tolle Veranstaltung zu tragen. Und lieber Peter, sehr geehrter Frankfurter Kollege, ich kann sagen, ne, du wirst mir nicht widersprechen, das ist unsere vornehmste und leichteste Aufgabe, Schirmherde für so. Das kostet uns kein Geld. Das kostet uns eine gute Stunde. Und wenn die mit so toller Aufmerksamkeit zwischen Frankfurt und Offenbach versehen ist, ist das doch wunderbar investierte Zeit. Lieber Peter, sei herzlich begrüßt und ein Applaus. Ja, und wir zwei Stadtoberhäupter, wir bauen ja nicht nur Wohnungen zusammen, wir entwickeln nicht nur den... Sucht da jemand eine Wohnung? Wir entwickeln nicht nur den Kaiserlei zusammen, sondern wir wissen auch sehr genau, dass Kunst und Kultur eigentlich die entscheidende Basis ist, um sozusagen noch der Fastnachtszeit, soll das immer noch mal vorkommen, dass über Offenbach Witze gemacht wird, aber ich hab neulich wieder mal mit dem Intendanten des Hessischen Rundfunks darüber gesprochen und nach dem sensationellen 45-Minuten-Feature letzten Montag, herrliches Offenbach, glaube ich, es wird sich auch die Fastnachtsredaktion des Hessischen Rundfunks rumsprechen, dass man auf diesem dämlichen Niveau auch nicht mehr während der Fastnachtszeit Witze über Offenbach machen kann, sondern es etwas ambitionierter, kultureller machen muss. Und da haben Peter Feldmann und ich schon eine gemeinsame Veranstaltung.
gehabt, nämlich die Schwester Klänge, gesponsert von unseren beiden Sparkassen mit zwei tollen Konzerten. Und da hast du das Wort geprägt von der großen Schwester und der kleinen Schwester. Und ich finde das eigentlich eine wunderbare Metapher, um gemeinsam an dieser Kommunikation zu arbeiten. Weil wir Offenbacher haben bodenständiges Selbstbewusstsein genug, um als kleine Schwester durch die Welt zu gehen an eurer Seite. Und als Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main schaffen wir es im nationalen, im europäischen, im internationalen Maßstab sowieso nur gemeinsam. Und das hast du ja auch an sehr vielen Gelegenheiten in deiner bisherigen Amtszeit auch immer nach vorne gestellt, dass dir nicht nur die Frankfurter Interessen, sondern die regionalen Interessen am Herzen liegen. Und da gehört unzweifelhaft meine Heimatstadt Offenbach dazu. Und dass wir das heute Abend hier nochmal konkretisieren können, indem die Frankfurter Eulengasse und der Offenbacher Bund der Offenbacher Künstler hier gemeinsam diese hochambitionierte und mit 33 Künstlern und Künstlerinnen bestallte Ausstellung, wo sie verkaufen dürfen, sollen, ja, nicht vom Brot von uns alleine, sondern auch von dem Brot, lebt der eine oder andere, finde ich eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir ja vor wenigen Tagen auch in Offenbach im Zollhaus bei den Studios eröffnet haben. Und da habe ich das ja auch schon mit großer Freude wahrgenommen, dass sowohl der BOK wie die Eulengasse dort vertreten sind. Und wer das noch nicht weiß, gegenüber unserem Ledermuseum in diesem Zollamt haben wir jetzt wirklich tolle Studios eingerichtet mit einer Vielzahl von kreativ arbeitenden Menschen. Und die Kreativwirtschaft, die Kulturwirtschaft ist ein wichtiger Punkt in der Region. Und deshalb sind sie zu Recht alle hierher gekommen, um sich das anzuschauen und jetzt nach mir, meinem Frankfurter Kollegen Peter Feldmann, zuzuhören. Liebe Peter. Natürlich ranken sich da Legenden um das, was da mit Frankfurt und Offenbach so los ist. Aber es ist aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, fast schon etwas wie eine sehr kleine, manchmal große Koketterie, die sich darum rankt. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo jetzt genau diese Gemarkungsgrenze da am Kaiserlei läuft oder in Oberrat oder auf der anderen Seite in Offenbach, ich glaube viele, und da will ich jetzt die beiden Oberbürgermeister nicht ausschließen, würden den Test nur eingeschränkt bestehen. Das hat was damit zu tun, dass natürlich auch das Denken sich ändert. Das Denken ändert sich zuerst natürlich in den Bereichen der Kultur. Aber diese Kultur ist ja auch nur ein Ausdruck von dem, wie Menschen Leben verstehen, wie sie es sich ausdrücken, wie sie Nähe suchen, wie sie Distanz suchen. Und das ist natürlich Teil des heutigen Projektes eben auch die Gemeinsamkeiten. Ich möchte es an ein paar Punkten deutlich machen. Ich fange es mal von der Frankfurter Seite an. Es gibt immer noch Menschen, die in Frankfurt glauben, das ist besonders schick, wenn man so 6- oder 8-spännig vorfährt, glaubt, die anderen können dann irgendwie zu uns kommen, wenn sie was wollen. Ich glaube, aus Sicht der Frankfurter zumindest, ist die Zeit vorbei. Wir haben uns damit oft selbst Beine gestellt, geschadet, muss ich es deutlich sagen. Und das Suchen nach Augenhöhe, nach Gemeinschaft in der Region hat uns stärker gemacht als zuvor. Es passiert im Sport, es passiert in der Kultur, es passiert beim Wohnungsbau jede Menge. Und das passt gut auch zu uns. Das passt eben nicht nur zu der kleinen und der großen Schwester, du bist größer als ich nebenbei gesagt, also mein großer Bruder aus Offenbach. Das passt tatsächlich zu der Region. Das ist den Menschen, meine Damen und Herren, vollkommen Schnurzpiepenhagen, wo das ist mit der Gemarkungsgrenze. Und ich würde den Tür. Dass es klappt, zeigt sich auch heute. Dieses Projekt Tausch, Paradebeispiel, aus meiner Sicht für eine gute Kooperation, 60 Beiträge, ein Monat lang, ein sehr buntes, vielfältiges Programm. Ich kann es nur empfehlen für diejenigen, die das noch nicht komplett genießen konnten, nehmen sich noch mehr Zeit als ich heute. Ich denke, das lohnt auch zweimal herzukommen, es lohnt die verschiedenen Veranstaltungen mitzunehmen und das ist dann auch dieses auf beiden Beinen gehen.
was wir beim Schwesternklängen hinbekommen haben, realisiert sich auch hier. Die Heine Kunstfabrik, der Kunstverein, der Bund Offenbacher Künstler, sie bringen alle an einen Tisch, zumindest schon mal in ein Atelier. Und ich bin sehr optimistisch bei der Frage, wie das weitergeht. Die Frankfurter gehen sehr gerne hier in die Kunsthochschule. Sie lernen hier von Offenbachern. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich hoffe, er wird dann nicht gleich entlassen. Als wir zusammen bei Partnerschaftsauftritten waren, musste ich dann den Leiter dieser Kunsthochschule mehrfach streng ermahnen, als er immer gesagt hat, er käme so halb aus Frankfurt. Als wir in Krakau zusammen aufgetreten, dass ich gesagt habe, nein, 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 das ist Offenbach und überhaupt. Das heißt, wir üben gegenseitig so ein bisschen noch. Es klappt ganz gut. Ich bin, wie gesagt, sehr optimistisch und wünsche Ihnen richtig viel Spaß heute Abend und ganz viel Vergnügen und dass es eine tolle Sache wird, wie es angefangen hat. Ja, herzlichen Dank, Herr Schneider, herzlichen Dank, Herr Feldmann, für diese doch sehr bewegenden Worte und auch für die Ideen, die da drinstecken und die Übereinstimmungen, dass wir also auf unserem Weg eigentlich richtig liegen und diesen Weg weitergehen sollen, gemeinsam, beide ist jetzt gerade so ein bisschen im Schatten, aber komm mal da raus. Wir wollen ganz kurz Thomas Büfter und Anja Czioska auf die Bühne bitten. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Thomas, dir wurde ja jetzt schon gedankt als Hausherr und Gastgeber. Das wollen wir an dieser Stelle eben auch so auch nochmal tun und dabei ankündigen, dass auch du in unserem Forum einen Kurzbeitrag machst über das Konzept dieser Räumlichkeiten, die du hier seit über 5 Jahren bespielst, die Heine Kunstfabrik. Also es gibt dort eben einen kleinen Beitrag von dir. Dafür danken wir dir sehr herzlich, dass du das machst. Und genauso möchten wir Anja Czioska vorstellen, Art Consultant, Kunstmacherin, Kuratorin und sowieso vielleicht Hans Dampf oder Anja Dampf in allen Gassen. Ja. Anja ist morgen mit in unserer Gesprächsrunde, die da heißt, ist Frankfurt-Offenbach Rhein-Main reif für Kulturhauptstadt Europa 2025. Und das... Und zum Schluss darf ich jetzt noch Petra Mühe und Vladimir Kondratisena auf die Bühne bitten. Jetzt sind wir nämlich komplett. Jetzt steht hier das Organisationsteam von der Tausch auf der Bühne. Vielen Dank, alle da, wie wir gewünscht haben. Vielen Dank, beide Herren, Herr Schneider, Herr Feldmann. Als wir die Vision, diese Messe angefangen haben, haben wir auch gedacht, dass Tausch auch Austausch ist. Und davor ist dieses Forum da gestaltet. Dieses Forum ist der Platz, der Machtplatz, haben wir auch genannt, diese große Halle. Es gibt eine schöne Mappe da an der Wand, wo alles so benannt ist, schön gestaltet mit Farbe. Und das ist, damit man ein bisschen mehr geschmackvoll macht. Das liegt, dieses ganze Programm, in diesem kleinen Faltblatt mit 2 Vollwochenende gestoppt, mit jeder 15 Minuten Vorträge. Und da meine Rolle hier ist, das aufmerksam macht darauf. Yes. Weil ich muss das zu lesen, brauche die Brille und zu sehen, mache ich keine Brille. Und das ist ganz komisch, weil ich. Aber das war das. Wir bedanken uns bei unseren Gästen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Kulturmacherinnen. Joachim Albert, Astrael, Nikola Reinitzer, Christina Bettjeschi, Peter Strichter. Reinhard Büttner,
Theresa Buschmann, Wiebke Drugge und PC-Tanzgefährten sind dabei bei Tausch und auch Katharina Eismann. Alina Engelhardt und Robi Himmel. Katja Kämmerer und Mirek Macke. Wolfgang Malek und Tushar Musami Malbani. Erhard Merz und Sonja Müller. Carla Orten und Dr. Thomas Regeli. Michael Ritt und Plinius Santos. Heike Strehler und DJ Banja. Esther Waldorf und Lenka Maria Wolf. Und wir wollen uns sehr herzlich bedanken bei der freundlichen Unterstützung, ohne die es uns nicht möglich gewesen wäre, dies hier alles zu organisieren. Kulturbüro der Stadt Offenbach, Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, Sparkasse Offenbach, Sparkasse Kulturstiftung Hessen Thüringen, Heine Kunstfabrik. Unter der Schirmherrschaft von Horst Schneider, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach am Main, Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Thank you.